Weiter geht's mit unserem 400e-Projekt. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, wir haben das Auto aus Los Angeles zurück nach Deutschland geholt und wollen das Fahrzeug nun mit Hilfe tatkräftiger Unterstützung von Partnern wieder aufbauen. Und heute können wir euch hoffentlich den nächsten aufregenden Schritt präsentieren. Wir haben uns ja bei Glasurit in Münster für einen, ja, wie nenne ich es mal, einen extravaganten, einen sehr außergewöhnlichen, sehr ja, spannenden und mutigen Farbton für das Fahrzeug entschieden. Und ich glaube, dass wir heute vielleicht mal ja, so einen ersten Eindruck gewinnen können, wie dieser Farbton am 124er ausschauen wird. Und dafür sind wir heute Morgen hier in das sonnige Rosengarten bei Hamburg zu Krüger Classic gefahren. Denn hier bei Krüger Classic wird das Auto jetzt in den nächsten Wochen, Monaten lackiert. Und wir schauen mal, ob schon jemand da ist. Also, kommt mal mit. Hier, wenn man so will, die heilige Halle vom Helge Krüger. Gerade schon gesehen, da hinten steht eine Pagode, da kann der Moritz gleich mal ein paar Aufnahmen machen. Hier eine wunderschöne G-Klasse, die wahrscheinlich auch neu gemacht wird. Ein T3, darf ich vielleicht nicht sagen, finde ich aber trotzdem gut. Und ganz wichtig, da steht der Mann, der an allem schuld ist, was da passiert. An fast allem, würde ich Guten sagen. Guten Morgen. Luca. Moin Luca. Hi. Hi. Moin, moin. Also den Jürgen, den kennt ihr aus dem letzten Video oder aus dem vorletzten Video. Wir beide haben das verbrochen, was jetzt hier neben uns steht. Wir haben uns zusammen diesen Lackton, diesen Farbton ausgesucht. Da können wir gleich noch mal kurz drüber sprechen. Aber ich würde sagen, weil wir jetzt hier stehen, das ist hier die Motorhaube, die originale Motorhaube von dem 124er. Können wir darüber vielleicht kurz sprechen, weil wir haben ja, soweit ich weiß, eine Lackprobe entnommen. Man sieht hier noch den Einschnitt irgendwo, diese Kerbe. Und ich warte bis heute noch auf die Ergebnisse, was diese Lackprobe ergeben hat. Ich weiß nicht, kannst du uns heute schon was sagen? Ja, erstmal Moin Luca oder Moin Moin, wie man hier oben spricht. Ja, die Lackprobe ist eigentlich relativ unspektakulär. Mhm. Das Fahrzeug wurde nachlackiert, teilweise. Also diese Motorhaube definitiv. Ach was. Zweimal, Luca. Ne? Also das entschuldigt ein bisschen Mercedes-Benz. Mhm. Aber eine Basislackschicht 8 müdig und eine Basislackschicht 27 müdig. Was heißt das? Sind da drauf. Ein Mü sind 1000stel Millimeter. Aha. So, und lackieren ist lackieren. Ob es fachgerecht gemacht worden ist oder nicht, kann man jetzt ehrlich gesagt schlecht beurteilen, nachdem wir ja auch gar nicht wissen, wie die Historie dieses Fahrzeugs überhaupt war. Mhm. Du hast ja gesagt, das Fahrzeug kommt aus Kalifornien. Super. Das ist eine Aussage, die ist ungefähr so, als wenn ich sagen würde, das Fahrzeug kommt aus Europa. Ja, da kann es kalt, warm, kalt sein, warm sein, hell, dunkel, trocken, feucht. Das weiß man nicht so genau. Mhm. Wenn das jetzt historisch belegt wäre, dann könnte man ein paar Rückschlüsse ziehen, warum die Lackierung so aussieht, wie sie aussieht. Man könnte auch noch eine lackchemische Analyse des Klarlacks oder Basislacks machen, aber das wäre, glaube ich, in diesem Fall zu viel. Fest steht, es ist teilweise nachlackiert worden, die Haube definitiv, vielleicht wegen Steinschlägen oder anderer Dinge, das weiß man jetzt nicht so genau. Zwei Basislackschichten drauf, eine Klarlackschicht und die Klarlackschicht, die löst sich natürlich ab. Warum, wieso, weshalb, da kann man jetzt ein bisschen spekulieren. Wir könnten auch wir haben eine Analyse der Rückseite des Klarlacks gemacht. Da hängt kein Basislack dran, das ist einfach blank abgeblättert oder blank enthaftet, wie man das so nennen würde. Mhm.
kann tausend Ursachen haben, haben wir jetzt nicht weiter nachgeforscht. Es ist jedenfalls hier auf der Motorhaube nicht die Erstlackierung, okay. Das ist schon mal wichtig. Das ist auch interessant. Teilweise, ja. Auf dem Fahrzeug ist sie aber drauf, weil das Fahrzeug wurde nicht komplett neu lackiert. Mhm. Das okay. Wissen wir inzwischen. Sehr spannend. Und was mir jetzt wieder auffällt, das ist hier die Originalfarbe Rauchsilber. Ja. An sich eine schöne Farbe. Wir haben uns natürlich dafür entschieden, ja, mal was Neues zu wagen, was anderes zu wagen. Das, was vielleicht noch vorher sich vielleicht niemand getraut hat, das ist, was es vielleicht auch noch gar nicht gibt. Und dazu sind wir ja nach Münster gefahren und haben uns, wie viel Autolacke gibt's? Autofarben, ja. 260.000. 260.000 verschiedene Farbnuancen, ne? Farbtöne. Die haben wir uns nicht alle angeguckt, aber wir haben uns sehr viele angeguckt und ich ziehe mal diesen Vergleich. Ihr kennt das vielleicht selber, wenn ihr ein Parfüm kaufen wollt, dann geht ihr zu Douglas. Ihr riecht an drei Parfüms und irgendwann habt ihr die Schnauze voll. Wenn wir gerade beim Thema sind, was ist der Unterschied zwischen Farbtönen und Farbnuancen? Da kannst du vielleicht mal wiederholen, aber wirklich nicht hören. Ja, also der Moritz hat gerade, das ist unser Kamerakind, der hat gefragt, was ist der Unterschied zwischen einem Farbton und einer Farbnuance? Das wirst du doch sicherlich... Ja, da kenne ich mich ein bisschen mit aus. Also der Farbton ist das, was der Autohersteller als Farbton festlegt. Zum Beispiel Rauchsilbermetallic. Mhm. Was dann in der Serie dabei herauskommt, ist immer Rauchsilbermetallic, aber in verschiedenen Nuancen. Abhängig teilweise vom Fertigungsort, vom Fahrzeugmodell, von den verwendeten Lackchargen und so weiter. Alles in einem Toleranzbereich, der okay ist. Aber im Fall einer Reparaturlackierung muss man die genaue Nuance treffen. Das ist wichtig. Das heißt, wenn wir jetzt über Rauchsilber sprechen, weißt du, wie viele Nuancen? Wir hatten, wenn du dich erinnerst, aber wir haben dich ja schon wunderbar verwirrt beim Besuch in Münster. Da hatten wir alleine damals schon drei oder vier verschiedene Nuancen festgelegt aus dem Jahr 1991, 92. Also ja. Es gibt Nuancen bei dem Ton, das ist auch weiter nicht schlimm, das ist einfach Stand der Technik. Im Falle einer Reparatur muss man möglichst die passende Nuance des Farbtons treffen. Ja, und das ist der Vergleich, den ich vorhin ziehen wollte. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, es gibt Farben, Nuancen, hunderttausendfach. Es ist wie als wenn ihr zu Douglas geht, ihr wollt ein Parfüm kaufen, ihr riecht an drei oder vier Flaschen und dann sagt ihr, ich rieche keinen Unterschied mehr. Ich weiß es nicht. Und so war es da auch. Ich war total verblendet und war dann ganz froh, als wir uns dann doch für einen sehr ausgefallenen Farbton entschieden haben. Farbton entschieden haben. Wobei ich auch gestehen muss, dass ich danach drei Tage verdammt schlecht geschlafen habe, weil ich mir sehr unsicher war. Ja, wunderbar. Also damit war unser Ziel erreicht. Wir wollten dich ja verwirren. Geschafft. Aber wenn ich ja mal den Vergleich mit Douglas nehme, hast du nicht an drei Parfüms gerochen, sondern du hättest rein theoretisch an 260.000 riechen können. Kein Wunder, dass ich vernebelt war. Und hast vielleicht an dem Tag vielleicht so an 100 verschiedene gerochen. Von daher ist die Verwirrung eigentlich mehr als menschlich. Und letztendlich bist du deiner Uridee ja gefolgt. Ja. Also dieses Foto von dem 107er aus Hatting, das wir da gesehen haben, das ist eigentlich das, was dich die ganze Zeit verfolgt hat und wo du auch letztendlich wieder hingekommen bist. Aber es war nicht Byzanzgold. Nee, das war ein Byzanzgold des, was haben wir gesagt, 21. Jahrhunderts. Irgend anderes Byzanzgold, ja, whatever it was, aber es war jedenfalls nicht das. Genau, also kann ich vielleicht auch mal kurz einschieben, ganz daneben liegen wir mit der Farbe, glaube ich, nicht. Vielleicht sind wir sogar ein kleines bisschen vor dem Trend. Einige werden ihn vielleicht kennen. Snoop Dogg, habe ich gesehen, hat, glaube ich, seinen Cadillac jetzt in einer ähnlichen Farbe lackieren lassen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und die Jungs wissen ja eigentlich immer, was angesagt ist, oder? Vor dem Trend ist übrigens ein guter Tipp, weil dieser Farbton liegt definitiv vor dem Trend, weil wir haben ihn ja im Color Design Studio herausgesucht. So, da werden also Lacke entwickelt, ne? In dem Farben entwickelt werden, in dem Designer bestimmte Ideen haben für verschiedene Farbtöne. Und ich habe dir eben vorgelesen, was die Designerin sich dabei gedacht hat. Das kriege ich allerdings 1:1 nicht rüber, weil ich bin kein Sommelier. Aber ich glaube, keiner ist der Böse, wenn du es abliest, oder? Nee, das mache ich nicht. Dann habt ihr wieder den Spaß, den wir eben zusammen hatten. Aber eigentlich steht der Farbton für einen zukünftigen Trend zu mehr Festlegung und Verlässlichkeit. Mhm. Ja, also das ist definitiv kein Mainstream-Farbton. Wenn wir den jetzt mal hier so in die Sonne reinhalten,
dann blinkt der natürlich entsprechend toll. Flippt auch ein bisschen und floppt und hat natürlich mit dem, was man auf heutigen Parkplätzen so sieht, eigentlich nichts zu tun. Mhm. So, und das ist auch das Coole dabei. Mal abgesehen davon, wie ich den finde, ist immer entscheidend, wie du ihn findest. Und auch ich bin nicht schuld, dass du den Farbton rausgesucht hast, sondern du. Ja, aber du, mit dir habe ich einen Schuldigen gefunden. Ja, ja, das ist immer in Ordnung. Ja. Mit der Schuld kann ich schon leben. Das heißt, dieses Gold haben wir ja auch dann uns speziell benamst, wie man das bei uns nennt. Also ich erinnere mich an unseren ersten Telefonkontakt, werde ich nie vergessen. Mhm. Mein Name ist Felshart wie Hard Rock. Dachte ich, hey, cool, ja. Wenn einer schon sich Hard Rock nennt, dann gucken wir mal, was für ein Typ ist. Ja, du bist natürlich ein Typ wie so ein Fels. Totaler Softie, ja. Ne? So, und dann hatten wir überlegt, ich sag, Mensch, wir können doch den Farbton jetzt natürlich irgendwie Gold oder sonst was nennen, aber nennen wir ihn doch Hard Rock Gold. Und da hast du gesagt, da das Auto aus Kalifornien kommt, nennen wir ihn California Hard Rock Gold. Und das wird auch der Farbtonname sein. Das heißt, für alle, die sagen, ich möchte dieses unfassbar schöne, geile Gold haben. Ich finde den ehrlich gesagt wirklich schön. Ich finde auch zum Auto jetzt, wo einige Teile damit lackiert sind, finde ich den sehr stimmig. Wenn die Inneneinrichtung gut passt, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Die hatten wir ja auch im Hinterkopf. Mhm. Das heißt, die Welten passen zusammen. Das sind nicht zwei verschiedene Dinge, sondern das harmoniert. Dann ist das eine wirklich, wirklich coole Farbtonkombination. Ja, und wir haben ja auf Instagram und auf Facebook, glaube ich, schon mal so ein paar Eindrücke gezeigt von der Farbe. Da gab es tatsächlich auch schon Feedback und der Erste hat da auch direkt angemerkt, dass er vielleicht seinen G300 in diesem Farbton lackieren will. Also lassen wir uns mal überraschen, was so passieren wird. Also ich glaube, dieser Farbton ist ein Statement. Wenn man auf den heutigen Parkplatz mal guckt, dritter Stock, Parkplatz gucken, großer Parkplatz. Du siehst ja mehr oder weniger immer etwas sehr Ähnliches. Blau, Grau, Silber, emotionales Dunkelgrau vielleicht noch, aber so richtige knallige Farben siehst du an kleineren Fahrzeugen manchmal. Aber sowas auf diese Art und Weise ist noch exotisch. Es gibt ein paar Goldfarben, die so langsam kommen, aber der ist natürlich jetzt besonders und speziell. Das heißt, im Designstudio haben wir gelernt, dass es diesen Farbton noch nicht gibt. Das heißt, wir haben ihn dann tatsächlich als Mischformel in Glasurit Reihe 90 in unserem Wasserbasislack ausgearbeitet. Das war jetzt auch nicht so besonders schwierig, weil auf der Rückseite des Panels stand feasible, das heißt machbar. Wenn da jetzt was anderes gestanden hätte, wie Project oder so, oder was auch immer da steht, dann wäre es ein Problem gewesen. Das heißt, du hast genau das ausgesucht, was auch zu realisieren ist. Und wir haben diese Mischformel dann bekommen. Ich habe dieses Blech aus dem Farbtonlabor und habe dem Helge die Mischformel geschickt. Und wenn man sich das mal hier nebeneinander sieht, dann ist das der Farbton. Ja. Das heißt, du hast jetzt 1:1 das aus dem Design Center auf deinem Auto. Und das ist, glaube ich, der Zeitpunkt, wo der Moritz mal das zeigen kann, wie weit wir jetzt schon sind. So, ich stehe jetzt eigentlich zum ersten Mal hier an unserem Auto und sehe jetzt auch zum ersten Mal das Californian Rock Hard Gold an dem 124er. Ihr seht ja dieses leichte Schmunzeln bei mir im Gesicht. Ich finde, das sieht schon ja, mega geil. Darf ich das sagen? Sprachlos, ja, sicher. Also ich finde, das sieht ganz toll aus. Und neben mir steht jetzt der Helge. Helge, moin. Ihr habt den Lack in den letzten Wochen, zumindest hier an den Einstiegsleisten, schon mal aufgetragen. Wie, erstmal,
Was sagst du denn? Schlägst du die Hände über den Kopf zusammen oder sagst du, finde ich gut, dass ich auch mal sowas machen darf? Es war im ersten Moment, als der Lackierer das aufgetragen hat, ist man natürlich am Gucken. Man kennt das Auto in sämtlichen Farben und es ist schon, also ich sage immer krass, nicht geil. Und ich finde es mega. Es ist mal was völlig anderes. Und wenn man mal so ein bisschen aus der Masse rausstechen will beim 124er und mal von dem Image des Rentnerwagens weg möchte, ist das eine total tolle Farbe. Die sticht einem ins Auge. Und von daher, sie ist nicht zu glitzerhaft, nicht zu verspielt und trotzdem eben halt außergewöhnlich. Und von daher, es passt später zum Auto und was ihr damit vorhabt. Erklär mal kurz, warum du mit den Einstiegsleisten jetzt angefangen hast. Also wir lackieren immer die Einstiege vorweg, die Türen von innen, bauen die Türen ein, stellen sie ein, dass sie richtig drin sitzen, um das Auto nachher in einem Fluss durchzulackieren. Die Kotflügel kommen dann auch noch ran. Es gibt welche, die lackieren die Teile alle einzeln, aber da ist er eben halt, kann, muss nicht, aber die Farbe sich leicht verändern, wenn du Teile einzeln lackierst. Und wir ziehen es halt im Einschwung durch, damit die Farbe auch wirklich auch von allen Seiten, wo man guckt, gleich aussieht auf dem kompletten Auto. Welche Teile folgen dann nach den Einstiegsleisten? Wir fangen jetzt an, die Türen fertig zu machen. Dann werden die Türen von innen lackiert, wie gesagt, werden eingebaut, mit Schloss eingestellt. Es reduziert auch nachher, wenn das Auto fertig lackiert ist und man baut dann die Türen auf. Du brauchst ja nur einmal anecken und schon platzt irgendwo Farbe ab und das ist ärgerlich. Und die Kotflügel von innen, so Haube und der Kofferdeckel ist denn das Letzte, was wir lackieren. Okay, dann kannst du vielleicht nochmal erklären, in welchen Schritten, grob gesagt, lackiert wird. Was ist das Erste, was man macht und was ist das Letzte, was man macht? Also wir haben zuerst mit der Maschine den Lack, so weit wie es geht, runtergeschliffen. Danach von Hand mit einem Klotz Fläche reingebracht, mit 320er alles komplett runtergeschliffen. Dann haben wir an Stellen die Durchfahren mit einem Epoxy-Filler vorweg, das wieder angeschliffen und danach halt den eigentlichen Füller aufgetragen, um dann danach eben halt, wie gesagt, die Einstiege durchzuschleifen und zu lackieren. Und das machen wir jetzt mit den Türen genauso. Die werden jetzt richtig sauber gemacht, dann werden die auch durchgeschliffen, werden gefüllert, von innen lackiert, bis um die Kante rum eingebaut und dann kommt der finale Endschliff und das machen wir auch von Hand und nicht mit Maschine komplett die Flächen mit dem Klotz durchblocken, damit man eben halt nachher, wenn das glänzt, keine Wellen und nichts sieht. Jetzt hast du gerade gesagt, ich soll mir mal am Kofferraum die Leiste anschauen. Was meinst du damit? Ja, wir haben das Heckblech in der Kofferraumfarbe, wie der Kofferraum ist, schon lackiert und haben dann ganz leicht den Goldton einmal reingenebelt, dass das so aussieht wie im Werk, weil die haben im Werk, wenn du jetzt in den Kofferraum reinguckst, auch nur ein Grau und leicht die alte Farbe reingenebelt und damit das halt original aussieht, haben wir das vorweg auch schon lackiert, damit das fertig ist, wollen wir ja auch drumherum lackieren, damit wir nicht hinterher wieder anfangen. Ja, das für mich sieht das, mir fehlen da auch tatsächlich, das sage ich jetzt nicht nur so, mir fehlen da ein bisschen die Worte, weil ich habe das gerade schon gesagt, ich habe da sehr viel Angst gehabt bei dieser Farbe, bei dieser Lackauswahl. Die Angst wurde mir jetzt ein bisschen genommen. Also ich finde, das sieht sensationell aus. Und ich weiß nicht, ob der Jürgen und du das immer nur sagen, dass das toll aussieht. Aber es beruhigt mich so ein bisschen. Nein, das sieht schon mega aus. Es ist für jemanden, der das nicht unbedingt tagtäglich als Beruf macht, schon schwierig, anhand von so einem kleinen Blech zu sagen, damit kann ich mir das Auto vorstellen, weil das schwierig ist. Wir haben ja für dich ein größeres Blech lackiert, ans Auto gestellt und rangeklebt, damit du mal dir eine andere Vorstellungskraft hast, um überhaupt zu sehen, wie so ein Auto wirkt. Weil eine Farbe auf einem Auto wirkt völlig anders. Und das andere ist auch, wie Felgen ein Auto machen, machen Farben auch. Entweder sieht ein Auto in einer Farbe toll aus, es muss aber nicht meinetwegen auf dem Golf oder was anderes passen. Es passt halt zu deinem Auto und nicht unbedingt zu einem anderen Modell. Das ist von daher sehr schwierig und die Angst, die hätte ich auch gehabt, wenn ich mir so eine im ersten Moment doch krasse Farbe aussuche, wie das nachher auf dem kompletten Auto wirkt. Wir können ja nochmal hier an die andere Seite gehen. Thema Sakkobretter. Wie wollen wir da vorgehen? Weil die Farbe für die Sakkobretter, die haben wir ja, glaube ich, noch nicht final. In Münster haben wir da nur so eine Nuance irgendwie herausgesucht oder eine Idee, wie es sein könnte. Was wäre da dein Vorschlag, wie wir da vorgehen sollen? Das wissen wir auch noch nicht so ganz genau. Wir werden jetzt zur Probe einmal die Sakkobretter auch in dem weißen Füller machen mit dem normalen Lack und
seidenmatten Klarlack. Das verändert die Farbe auch schon. Wir werden ein Sakko-Brett mit schwarzem Füller vorfüllern und dann in der Farbe lackieren, weil dadurch, dass der Untergrund dunkler ist, die Farbe sich auch einen Tick verändert. Ja. Und das langt vielleicht schon. Und dann könntest du dir notfalls noch aus den ganzen Farbpaletten von Glasurit eine ranhalten, die allgemein ein bisschen anders und dunkler aussieht, weil das wird noch richtig schwierig. Aber das kann man auch erst so richtig machen, wenn das Auto fertig lackiert ist, weil man sich das dann vorstellen kann. Wir können da jetzt was vorhalten, aber wie das wirkt, sehen wir erst, wenn die Türen drin sind und man dann die Bretter mal an die Seite ranschraubt, um zu sehen, so ungefähr sieht das aus. Das ist echt. Ja, das ist nochmal eine Nummer, da jetzt den richtigen Ton zu finden, dass das richtig, richtig gut aussieht. Traue ich euch zu? Wir uns auch. Das wird schon. Ja, sensationell, und ich hoffe, das kommt irgendwie über die Kamera richtig rüber, weil wenn man daneben steht, das ist überwältigend, finde ich, wirklich. Also ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wie es am Ende aussehen wird, wenn das Fahrzeug, das komplette Fahrzeug in dieser Farbe, dann mit den 18 Zoll glanzgedrehten Felgen da stehen wird. Da sind wir auch gespannt. Das wird ein Hingucker, das wird ein Hingucker, meine Lieben. Das goldene Ei vom schönen Sternetreffen. Genau. Ja, das war unser kleiner, kurzer Zwischenstand hier zum 400e. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like oder ein Abo da. Und vor allem ganz wichtig, kommentiert gerne mal, wie ihr die Farbe findet. Wie gefällt euch das Californian Rockhard Gold hier am 400e? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.